Ihr seid ja bei Amnesty aktuell und aktuell geht es um das Thema Intersex. Matti hat sich nun mit einer Intersex-Aktivistin getroffen und zwar Lucy Veit. Und in diesem Interview geht es nicht nur darum, was das für sie persönlich als Intersex-Mensch bedeutet, sondern auch, was es generell auf großer politischer Ebene bedeutet und nicht zuletzt, wer Lucy Veit eigentlich ist und was sie tut. Viel Spaß! Also ich begrüße heute am Telefon Lucy Veit, Sprecherin des Vereins Intersexuelle Menschen Deutschland e.V. Lucy, schön, dass du dran bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. Als erstes möchte ich mal mit dir klären, wie möchtest du angeredet werden und welche Pronomen benutzt du? Und gibt es vielleicht auch eine Anrede, auf die sich die meisten, wenn nicht alle, intersexuellen Menschen einigen können? Also ich bin Lucy Veit, auf den Vornamen bin ich... Den habe ich schon seit Geburt und den Familiennamen habe ich mir selbst gewählt mit dem Menschen, der da dran hing. Mhm. Das ist meine Anrede. Mein Pronomen ist Luzi. Ich bin weder herrlich noch dämlich. Ich bin ich selbst und bin ein intergeschlechtlicher Mensch. Und es gibt keine einheitliche Anrede für intergeschlechtliche Menschen. Ich denke, dass jeder Mensch mit dem Vor- und mit dem Familiennamen angesprochen werden kann. Das geht in anderen Kulturen. Das ist eine reine sprachliche Angelegenheit, denke ich. Das heißt, wenn ich dir einen Brief schreiben würde oder eine Karte, dann lasse ich die Anrede einfach weg und schreibe Lucy Veit. Ja, genau. Okay. Ja. Du bist im Vorsitz des Vereins Intersexuelle Menschen. Seit wann gibt es den Verein denn schon und wie lange bist du schon Vorsitzende? Also, ich bin nicht mehr Vorsitzende des Vereins Intersexuelle Menschen, ich bin Sprecherin des Vereins. Ich war 10 Jahre lang erster Vorsitzender und habe dieses Amt im Juli diesen Jahres abgegeben, um mich anderen Aufgaben intensiver widmen zu können, inhaltlichen Arbeiten. Und ich leite die Bundesgeschäftsstelle. Ja. Und den Verein gibt es seit 2004. Mhm. Der hat sich gebildet aus den Selbsthilfegruppen. Das kommt tatsächlich aus der Basis dieser Verein. Die mehrheitlich kommen die Gründungsmitglieder des Vereins aus der Bewegung der XY-Frauen, intersexuelle Menschen. Mhm. Und ja, wir haben uns 2004 zu diesem Schritt durchgerungen, muss man sagen, weil es wichtig ist, eben auch tatsächlich eine verankerte, im bürgerlichen Recht verankerte Institution zu sein, um Gehör zu finden. Und wofür setzt sich der Verein genau ein? Was sind so die alltäglichen Probleme, mit denen intersexuelle Menschen umgehen müssen? Wir beraten und begleiten intergeschlechtliche Menschen und ihre Familien in Lebenssituationen. Das klingt jetzt ganz variabel, das ist es auch. Das geht von vom aufklärenden Gespräch bis hin zu sozialrechtlichen Beratungen, sozialrechtlichen Begleitungen, zu Organisation von Selbsthilfegruppen, zum Finanzieren und Organisieren von Stammtischen. Wir organisieren bundesweit eine aufsuchende, kostenlose, qualifizierte Peer-Arbeit von Peer-Beratern für intergeschlechtliche Menschen und deren Angehörige. Und, was sind da die Probleme, die bei solchen sozialen Beratungen am häufigsten aufkommen? Das ist natürlich einmal der Umgang, die Haltung, die Diskriminierung aus dieser Haltung heraus, die ihren Ursprung in einer unsachgemäßen Behandlung im Lebensverlauf dieser Menschen liegt, in der Tabuisierung, im tabuisierenden Umgang, wo Menschen dann tatsächlich auch an ihre Grenzen stoßen, und Einsamkeit, die sich daraus ergibt, nicht über sich reden zu können, keine Informationen über sich zu haben, sich selbst als Monster zu empfinden. Ja. Man wird ja nirgendwo genannt. Also es intergeschlechtliche Menschen, es gibt 80.000 bis 150.000, das ist so die konservative Schätzung intergeschlechtlicher Menschen in Deutschland, die
nirgendwo in keiner Statistik auftauchen, ja, die nirgendwo benannt werden, positiv benannt werden, sondern wenn sie benannt werden, werden sie in der Medizin als DSD, als seltene Erkrankung registriert, mhm, obwohl der Deutsche Ethikrat 2012 schon festgestellt hat, intergeschlechtliche Menschen sind nicht krank, sondern sie sind eine Variable, eine Variante menschlichen Seins. Denn wir sind ja ganz normale Menschen. Das, ja, darüber natürlich, mit gleichen Rechten vor allen Dingen, mit gleichen Menschen- und Grundrechten, die uns allerdings nicht gewährt werden. Und darum geht es in erster Linie, das Erlangen dieser, ja, dieser Grundrechte, mhm, und Menschenrechte. Genau, da sind wir jetzt schon beim Anlass unseres Interviews eigentlich heute. Es wurde ja am 8. November oder am 8. November hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die bisher zwei möglichen Geschlechtseinträge im Geburtenregister nicht ausreichen. Bisher können Neugeborene nämlich nur als männlich oder weiblich eingetragen werden. Oder seit 2013 kann der Geschlechtseintrag jetzt auch freigelassen werden. Bis Ende 2018 soll der Bundestag jetzt auch noch einen dritten Eintrag, wie entweder inter oder divers oder eine andere positive Bezeichnung des Geschlechts ermöglichen. Welche Bedeutung hat das Urteil für intergeschlechtliche Menschen in Deutschland und gibt es trotzdem noch was, was gesetzlich oder gesellschaftlich dann verbessert werden muss? Ja, hierbei geht es ja nur um die geschlechtliche Eintragung im Geburtenbuch beziehungsweise im Personenstand, mhm, und um eine Gleichstellung in der Privilegierung wegen des Geschlechts in der Registratur von Geschlechtlichkeit. Mhm. Also ich fand etwas anderes noch viel, viel revolutionärer und wichtiger als das Genannte. Was war das denn? Die Feststellung, dass aus unserem Grundgesetz keine Zweigeschlechtlichkeit abzuleiten sei. Also niemand kann verlangen und behaupten, es gebe nur zwei Geschlechter. Es gibt zwei Geschlechter im Personenstand, das, mhm, ist richtig. Das ist in der Registrierung. Und das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass diese Tatsache verfassungswidrig ist. Mhm. Sie und dass dieser 22.3, der eben, den du eben benannt hast, ja, dass der tatsächlich eben auch verfassungswidrig ist, weil kein Geschlecht haben diese intergeschlechtlichen Kinder ja nun nicht, sondern die, ja, haben ja ein ganz klares Geschlecht, nämlich ihr eigenes, und dass man bei einem Kind tatsächlich eine Geschlechtlichkeit schon so stark betonen muss und diese dann unter Umständen diesen Druck auch auf die Eltern, den das erzeugt, tatsächlich in der Medizin dann regeln lässt, indem diese Genitalien, diese Geschlechtlichkeit zerstört wird und eine Zweigeschlechtlichkeit tatsächlich konstruiert wird. Das ist eigentlich das Hauptanliegen, das wir jetzt gesellschaftlich unbedingt regeln müssen, dass diese Genitalverstümmelung an intergeschlechtlichen Kindern endlich ein Ende hat. Dass wir nicht versuchen müssen, alle Menschen in einen Prototyp von männlich und weiblich zu konstruieren, auch in der Medizin, sondern dass es das Recht ist, einen intergeschlechtlichen Körper und eine intergeschlechtliche Identität zu haben, die außerhalb der Vorstellung von zwei Geschlechtern liegt. Mhm. Also ich denke, dass das wirklich das Großartige ist, dass dieses Urteil dazu dient, auch nochmal allen Menschen klarzumachen, die meinen, sie müssten sich da jetzt einmischen, dass eine Privilegierung in einem Prototyp geboren zu werden, in den Rahmen eines Prototyps, dann eine körperliche Entwicklung zu haben, die im Laufe der Pubertät erwartungsgemäß zu diesem Prototyp passt. Und wenn das dann nochmal mit einer Identität, mit einer geschlechtlichen Selbsterleben übereinstimmt, mit dem Geburtseintrag, dass das eine ganz hohe Privilegierung ist und dass Menschen, die das so für sich feststellen können, sagen können, okay, bei mir ist alles so, wie die Menschen sich das vorstellen, wie ich das selbst erhofft habe, wie meine Eltern es erhofft haben. Aber diesen Menschen, die dieses Privileg nicht erreicht haben,
tatsächlich jetzt nochmal zu behindern und zu sagen, du hast eine Variation der geschlechtlichen Differenzierung, deswegen bist du jetzt hier mal der Loser, deswegen darfst du jetzt deine Geschlechtlichkeit verlieren, ich darf dich beleidigen und diskriminieren. Nein, das dürfen wir nicht. Und das ist eigentlich die wunderbare Klarstellung, und ich verstehe auch überhaupt nicht, wie jemand, der in einer Privilegierung ist, tatsächlich dazu kommt, den Menschen dieser Privilegierung nicht zuzugestehen, diesen Schutz und diesen Respekt vor dem eigenen Leben. Das passt auch mit meinen persönlichen Werten überhaupt nicht zusammen. Okay, dann hoffen wir natürlich mit dir, dass es zu einem Ende der Genitalverstümmelung an intersexuellen Menschen in Deutschland kommt und dass weiterhin die Gleichstellung vorangetrieben wird. Danke, Lucy, für das Interview. Ja, danke.